Ja, die Angebote der Träger der Migrations- und Sozialarbeit in Stuttgart sind tatsächlich eigentlich genauso vielfältig und bunt wie auch ihre Zielgruppe. Das heißt, wir stellen zum Beispiel einen sehr wichtigen Bestandteil der Stuttgarter Landschaft dar, wenn es um den Erwerb deutscher Sprachkenntnisse geht. Wir bieten die bundesgeförderten Integrations- und Berufssprachkurse an, sind aber eben auch in den kommunalen Sprachkursen dabei, wie beispielsweise Mama lernt Deutsch. Aber nicht nur Sprache spielt da eine große Rolle, sondern auch Beratung. Wir haben die Migrationsberatung für Erwachsene, die Jugendmigrationsdienste, die Personen, die neu zugewandert hier in Stuttgart ankommen, in allen Lebenslagen unterstützen und beraten, genauso wie Fachberatungsstellen, die auf verschiedene Themen von neu zugewanderten Personen spezialisiert sind. Eine Zielgruppe, die sehr stark in den Fokus gerückt ist in den letzten Jahren, sind natürlich Menschen, die auf der Flucht ihren Weg in Stuttgart oder ihr Ziel in Stuttgart gefunden haben, heute in Gemeinschaftsunterkünften noch leben. Wir haben 2015, 2016 viele Unterkünfte initiiert, etabliert, teilweise neu gebaut und sind da als Träger in die Sozialberatung mit eingestiegen. Und haben 2018 mit der Einführung des Paktes für Integration das Integrationsmanagement dazu bekommen, was die Sozialarbeit mit Geflüchteten nochmal verändert hat. Heute leben immer noch Personen in diesen Unterkünften und sind tagtäglich mit unterschiedlichen Themen und auch Problemstellungen konfrontiert. Das fängt natürlich an bei der Suche nach privatem Wohnraum, aber wer kümmert sich denn nicht um das Thema privaten Wohnraum hier in Stuttgart, hat aber auch noch ganz viele andere Facetten. Die Kinder, die in den Unterkünften leben, teilweise auch hineingeboren sind, leben nicht unbedingt unter kindgerechten Bedingungen. Sie haben keine kindgerechten Rückzugs- oder Lernmöglichkeiten. Und unter den Bedingungen, die Corona uns aktuell bietet und Homeschooling, ist natürlich auch immer die Frage nach der technischen Ausstattung und des Internets. Die Personen in diesen Unterkünften haben letztendlich alle eigentlich das Ziel, sich selbst auch in die Stadtgesellschaft zu integrieren, perspektivisch nicht mehr in diesen Unterkünften zu leben, sind aber immer wieder mit Stolpersteinen konfrontiert. Und gerne möchten wir als Fachausschuss Migration Sie an dieser Stelle natürlich fragen, was würden Sie als zukünftiger Oberbürgermeister oder eben auch Oberbürgermeisterin denn an Maßnahmen ergreifen, damit sich genau diese Perspektive ändert und den Menschen in den Unterkünften neue Wege eröffnet werden können? Die beste Integrationspolitik ist eine gute Wirtschafts- und Bildungspolitik. Ein Ausbildungs- oder ein Arbeitsplatz sind die besten Integrationsmotoren. Wichtige Voraussetzungen für ein gutes Zusammenleben sind gute Sprachkenntnisse, Deutschsprachkenntnisse. Deswegen sind Sprachkurse die Basis für alles. Und Geflüchtete müssen so schnell die Möglichkeit haben, von den Sammelunterkünften in individuelle Unterkünfte zu gelangen und damit mitten in die Stadtgesellschaft. Ja, bei den Perspektiven für geflüchtete Menschen geht es los bei den ganz Kleinen. Ich glaube, bis 2024 sollten wir es schaffen, dass wir wirklich allen kleinen Kindern einen Kita-Platz garantieren können. Das wird nicht immer klappen, aber dann müssen wir zumindest Gruppen etablieren, zum Teil auch in den Unterkünften, die es zum Teil auch schon gibt, wo wir so eine Art Kita-Einstiegsprogramm etablieren. Dann für die, die dann schon ein bisschen älter sind, sollten wir die duale Ausbildung weiter stärken. Wir haben die Ausbildungsmanager an den beruflichen Schulen, die geflüchteten jungen Menschen helfen, die duale Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Das möchte ich gern verlängern und ausbauen. Ich glaube, das bringt richtig viel. Und generell geht es natürlich für geflüchtete Menschen darum, so schnell wie möglich auch aus den Flüchtlingsunterkünften rauszukommen und auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden. Auch deshalb ist es auch hier wichtig, dass wir viele neue Wohnungen auf den Weg bringen, auch geförderte Wohnungen. Und da können wir wesentlich schneller und besser werden als bislang. Für die Integrationspolitik gilt für mich, jeder, der in Stuttgart lebt, ist erstmal Stuttgarterin oder Stuttgarter. Konkret will ich drei Punkte angehen. Erstens müssen wir schauen, dass wir die Übergänge von den Gemeinschaftsunterkünften in die kommunale Anschlussunterbringung schaffen. Das heißt, wir brauchen mehr Wohnraum. Das ist insbesondere wichtig für Familien und Kinder, die heute in teilweise beengten Bedingungen leben und deswegen Schwierigkeiten haben, sich auf die Schule vorzubereiten. Zweitens müssen wir kurzfristig schauen, dass wir eine gute digitale Ausstattung auch für Geflüchtete haben, dass man auch während der Pandemie
am Unterricht teilnehmen kann. Hier werden heute Bildungsbiografien festgelegt. Und drittens muss ein Schwerpunkt die Integration in Arbeit sein. Hier sind wir besser als andere deutsche Großstädte, aber wir können noch besser werden. Ich will hier vor allen Dingen Frauen und junge Menschen in den Fokus nehmen. Vier Punkte sind mir wichtig. Erstens, ich will, dass die 7-Quadratmeter-Regelung sofort umgesetzt wird. Zweitens, ich will, dass jede Unterkunft mit einem Lernraum ausgestattet ist und mit WLAN und gut qualifiziertem Personal, dass dort auch wirklich Bildung in den Unterkünften stattfinden kann. Drittens, ich will den Betreuungsschlüssel in den Unterkünften verbessern, weil es braucht qualifiziertes und ausreichendes Personal, um auf die ganzen individuellen Schicksale besser eingehen zu können. Und viertens, da schließt sich der Kreis, ich möchte möglichst schnell die Menschen an den regulären Wohnungsmarkt bringen, damit sie dezentral im Stadtteil unterkommen, weil da ist die Integration am einfachsten. Ja, die Integration von Geflüchteten ist ja mir persönlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich war selber schon Heimleiterin in einem Flüchtlingsheim mit 300 bosnischen Kriegsflüchtlingen und ich war viele Jahre Flüchtlingskoordinatorin der Landeshauptstadt, die erste, die es überhaupt in Stuttgart gab. Und ich habe damals gelernt, dass die Trägervielfalt ganz wichtig ist. Das Subsidiaritätsprinzip in Stuttgart führt dazu, dass wir aus ganz unterschiedlichen auch Blickrichtungen heraus diese Integration gestalten können. Deshalb ist für mich die Trägervielfalt bei der Integration ungeheuer wichtig, mindestens genauso wichtig wie das bürgerschaftliche Engagement, was ich ja auch mit vorangetrieben habe. Ich selber habe einen Verein gegründet, der geflüchteten, traumatisierten Frauen mit Fluchterfahrung hilft. Und die Stiftung Gallstraße, in der wir jetzt gerade hier sind, ist auch ein Ort, in dem immer wieder Geflüchtete wohnen und auf das Leben sozusagen draußen noch mit vorbereitet werden. Also ich denke, das Drei-Säulen-System, was die Stadt Stuttgart ja schon seit vielen Jahren auch angelegt hat, nämlich Verwaltung, Zivilgesellschaft und Träger der freien Wohlfahrtspflege, ist ein sehr, sehr gutes Konzept, um diese Integrationsaufgabe zu stemmen und zu leisten. Und nicht zuletzt natürlich gehören auch die Geflüchteten selber dazu, weil so wie wir das kennengelernt haben, wollen die meisten sich auch integrieren und sind gerne bereit, auch mit einzusteigen, selber auch Verantwortung zu übernehmen. Und wir müssen diese Rahmenbedingungen schaffen. Wichtig ist natürlich, dass wir von den 4,5 Quadratmetern pro Geflüchteten in den Heimen auf die 7 Quadratmeter kommen, die ihnen ja längst zustehen. Und dass wir auch gewährleisten, dass die Anschlussunterbringung gesichert ist. Das heißt, dass wenn man aus so einem Heim ausziehen darf, dann auch entsprechender Wohnraum vorhanden ist. Stuttgart ist, was die Integration von Geflüchteten angeht, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Und da muss man sich bei allen, die da bisher beteiligt waren, sehr bedanken.